Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Japan und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 28 und wir stehen auf Rang 1 endlich wieder mit 255 Siegpunkten. Und es sind wieder ein paar Tage vergangen, in denen wir primär so ein bisschen aufgeräumt haben. Wir haben viele Gebiete eingenommen, gerade von Xinjiang. Wir haben deren Hauptstadt und die größten Teile ihrer Armee eingenommen und zerstört. Und jetzt stehen noch einige Festungen uns gegenüber, die aber gerade etwas länger brauchen in der Zerstörung, denn wir haben nicht so viele Artis hier unten. Die meisten stehen gerade im Norden an der Grenze zu Griechenland und dementsprechend dauert alles hier unten gerade etwas länger. Unsere Bomber waren nicht ganz so effizient, wie ich gehofft habe, und die Philippinen waren noch primär beschäftigt mit Indien. Das heißt, sie konnten auch nicht so viel helfen. Und zu allem Überfluss hat heute auch noch Nepal angegriffen. Das war jetzt etwas unglücklich. Sie haben Lhasa eingenommen. Und da mussten wir jetzt auch nochmal Truppen zurückschicken und umlenken, um das wieder anzugehen. Wir werden das morgen alles geklärt haben, aber aktuell dauert das eine kleine Sekunde. Wird aber, wie gesagt, alles gleich sich dann selbst noch lösen. Und dann haben wir außerdem diplomatisch wieder große Schritte gemacht, denn wir haben uns endlich angeschlossen, uns beigetreten der Koalition von British Columbia bzw. der Koalition von Argentinien, nämlich dem Powerhouse. Und ja, hier sind wir jetzt mit 5 von 5 Leuten drin, gemeinsam mit den Philippinen. Und damit auch einen guten Schritt gegangen Richtung Rundensieg. Wir haben bereits 900 Punkte erreicht, das heißt die 1000 werden wir bald haben, damit 2/3 des Weges zu den 1500 Punkten, die wir brauchen zum Rundensieg. Und das ist doch schon mal sehr schön. Des Weiteren arbeiten unsere Allies bereits daran, die nächsten Koalitionen zu zerstören. Denn, wie ich nicht wusste, aber jetzt sehe, ist Mexiko bereits gelandet hier in der Westsahara, in Bukra. Und rückt hier gerade gegen Marokko vor. Marokko allerdings hat hier eine relativ gute Verteidigung. Sie haben Artis, sie haben Truppen, sie haben Festungen. Die machen das gerade für unsere Allies hier nicht besonders leicht, weil unsere Allies auch erstmal ohne Equipment angelandet sind. Das heißt, sie haben erstmal keine schweren Waffen gehabt, aber jetzt kommen diese langsam an. Auch Schlachtschiffe sind dabei. Ganze 8 hier übrigens. Ne, sind Kreuzer halt. Ich lüge, warte mal. Das sind Kreuzer, hier ist ein Schlachtschiff, 1 davon nur. Die werden das sicher auch bald dann noch leichter machen, denn ich glaube nicht, dass Marokko sehr viel hat. Sie sind kein sehr großes Land, sie haben ihre meisten Truppen auch zurückgezogen nach Spanien. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass hier viel passieren wird. Allerdings ist natürlich auch die Grenze von Mosambik und Algerien hier nicht weit. Und diese beiden werden da eventuell noch eingreifen, auch wenn sie ja theoretisch verfeindet sind. Mosambik ist aktuell im Krieg mit Kamerun. Die waren ja mal im Krieg gewesen mit dem Osmanischen Reich und mit Österreich, aber das wurde wieder eingestellt. Trotzdem bin ich mir sicher, werden die das nicht allzu lange dulden, aber wir werden sehen, wie genau das weitergeht. Madagaskar ist wieder inaktiv geworden, ansonsten sind alle noch da. Es hat sich nichts geändert, außer dass jetzt auch Australien inaktiv ist. Die waren eine Weile lang noch da gewesen, haben auch gekämpft gegen die Philippinen. Aber inzwischen hat sich das wieder gelöst, deren Bomber ziehen sich zurück, die sind inaktiv und damit ist die ganze Südkoalition jetzt auch endlich weg, war ja zu erwarten, die waren ja deutlich länger aktiv, als man hätte meinen wollen. Wer auch noch da ist, ist übrigens Kasachstan, die sind zwar jetzt nicht wirklich irgendwie reagierend auf mich hier aktiv gewesen, die haben keine Truppen an die Grenzen gepackt, aber sind theoretisch seit ein paar Tagen noch da, mal schauen, ob da was passieren wird. Bislang gab es noch keine Reaktion auf meine Vorrückungen hier, das heißt, ich nehme an, sie werden nicht sehr aktiv spielen, aber wir werden vielleicht noch das ein oder andere von ihnen sehen. Und jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Und die lässt sich relativ leicht beantworten, denn sobald wir hier mit dem ganzen Kuddelmuddel fertig sind, hier im Süden, mit den ganzen Truppen aus Xinjiang, mit Indien, mit Nepal, dann werden die Philippinen noch sich hier Indien ganz schnappen und eben Australien angreifen, sind bereits gelandet, auch hier in Sorong. Und rücken auch gerade in der Sekunde vor, sehe ich hier. Und danach werden wir gemeinsam eine große Offensive starten in Richtung Europa. Das heißt, sie werden das Osmanische Reich angreifen. Vielleicht sogar schon gleichzeitig. Ich denke, sie haben die Truppen dazu. Sie werden wohl in 2 Tagen das hier einnehmen können in Indien. Und dann dürften sie in der Lage sein, hier sehr schnell vorzurücken durch das Osmanische Reich, das ja nicht wirklich stark ist. Wir gehen nicht davon aus, dass sie sehr viel haben. Und dann müssen wir aber auch Griechenland angreifen. Dafür allerdings ist es nötig, dass wir jetzt nochmal ein bisschen die Grenze hier erweitern. Wir müssen noch Perm einnehmen. Und wir müssen noch Kasachstan einnehmen und das wiederum noch ein bisschen dauern, weil die KI doch sehr gut aufgebaut hat, also die Perm-KI. Und Kasachstan ist ja auch aktiv, die haben auch durchaus Festungen gebaut, ziemlich große Festungen sogar. Und da ist ein Durchkommen fürs Erste wohl eher schwierig. Das heißt, was wir machen werden, wir werden direkt angreifen und zwar Perm. Wir werden unsere Truppen in Bewegung setzen, wir werden ein paar Garnisonen zurücklassen, nicht zu viel. Wir werden nicht so viel brauchen und dann werden wir hier Perm angreifen, das alles einnehmen und dann werden wir direkt an einer großen griechischen Grenze stehen.
Und dann eben noch vermutlich morgen, würde ich sagen, greifen wir Kasachstan an, können uns dann vereinigen von Norden, dann in 3 Tagen hier alles einnehmen, bis nach Astrakhan vorrücken. Und dann würde ich bereits sagen, können wir so in einer Woche spätestens den großen Angriff auf Griechenland beginnen. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil Griechenland doch wirklich nicht sehr schwach ist. Sie haben hier eine große Heeresgruppe stehen, 511.000 Truppen, 23 Artis. Das ist relativ beeindruckend, das habe ich nicht erwartet. Das heißt, Griechenland ist doch relativ stark. Und dafür würde ich gerne noch ein bisschen mehr mobilisieren, beziehungsweise auch meine Truppen mal vereinigen, eine große Armee bilden, 2 große Armeen bilden, eine Nord-, eine Südarmee, die hier das in die Zange nehmen kann, hier durchstoßen kann, den Kaukasus einnehmen kann. Das wäre mein Ziel und dafür brauche ich eben noch ein paar mehr Truppen, denn aktuell sind wir ziemlich aufgeteilt, wir haben immer noch so viele verschiedene Konzentrationen an Truppen überall. Unsere Infrastruktur ist noch nicht perfekt ausgebaut, wir bauen gerade noch überall Eisenbahnen aus, das Gebiet hier ist noch ein ziemliches Dorn in meiner Verteidigung, das muss noch eingenommen werden dann später. Und ich würde auch gerne noch mehr Bomber haben, denn ich will diese Armeegruppe am besten einfach zerstören aus der Luft vorher schon und dafür sind eben Bomber gut. Wir haben bereits 2 hier in Tomsk, ein weiterer Bomber wurde fertiggestellt in Hiroshima heute, ist bereits auf dem Weg und weitere Bomber kommen aus Sendai, Kobe und dann noch ein weiterer aus Hiroshima in 2 Tagen und 5 Stunden. Dazu kommen nochmal ein paar schwere Panzer, die jetzt deutlich stärker sind als früher, da baue ich bereits eben 2 in Seoul und in Nadong. Und wir bauen weitere Artis in Bangkok. Ich bin auch bereits dabei, weitere Fabriken zu bauen. Wir haben inzwischen eine wirklich sehr gute Produktion. Das heißt, weitere Fabriken werden folgen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, genau hier in Novosibirsk, da kommt eine. Und dann vermutlich noch demnächst in Omsk, beziehungsweise in Altai, werde ich noch Fabriken bauen. Und eventuell auch weiter im Norden noch, hier oben zum Beispiel in Jakutsk. Ich werde auf jeden Fall noch einige bauen und dann können wir damit noch weitere Artis produzieren, denn wir müssen natürlich gucken, dass wir auch auf jeden Fall mit Griechenland mithalten können. Das sollte im Endeffekt kein Problem sein, aber wir müssen eben nur schauen, dass wir das auch wirklich gut durchkriegen und eben nicht zurückfallen. Wir müssen ja dann auch durchaus Norwegen und Österreich gleichzeitig angreifen mit Griechenland und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, auch wenn unsere Allies ja bereits hier viel Aktivität abziehen aus Europa. Nach Nordamerika, in den Atlantik, nach Island, wo ja große Schlachten geführt wurden, die übrigens von Norwegen voll und ganz verloren wurden. Norwegen hat hier alles verloren, sie haben alle Truppen verloren in Grönland, sie haben alle Truppen verloren in Island. Das heißt, Norwegen ist bereits militärisch hier drüben geschlagen. Ich weiß nicht, wie hoch die Verluste waren. Wir schauen mal ganz kurz, Allies, ob wir da vielleicht irgendwas sehen können. Hier nicht. Hier, Norwegen, 91.000 Verluste, das ist ziemlich ordentlich. Das war jetzt zwar keine wirklich große Armee von ihnen, die da flöten gegangen ist, es waren keine großen Einheiten gewesen, keine Artis, aber eben sehr viel Infanterie und eben auch Grönland und Island als Landmasse und das ist natürlich schon relativ schmerzhaft für eine kleine Nation wie Norwegen, die haben ja eben nicht so viele Provinzen und generell haben diese Leute natürlich nicht sehr viele Provinzen hier, das ist ihr großes Problem und auch das Ziel unserer Expansion war ja eben, sie so ein bisschen einzukesseln, dass sie keine weiteren Gebiete erhalten können, dass sie einfach ein Limit haben in Expansion, dass sie irgendwann einfach Province-starved sind und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Sie haben eben nicht mehr diese Expansionsmöglichkeiten wie wir konnten unsere Produktion weiter aufrüsten. Und das, obwohl sie immer noch nicht so stark ist und damit wird deren deutlich schwächer sein. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Jetzt wollen die Philippinen hier das hier haben. Na gut, gerne, das können sie gerne nehmen. Das ist kein Problem. Wir nehmen dann Lhasa und Kantipur vielleicht noch ein. Neu-Delhi können sie auch haben. Ich habe ihnen auch bereits gesagt, dass sie das Gebiet hier haben können. Das ist ihres gerne. Und wir halten eben erstmal Soest. Und dann werden wir noch hier oben Kashgar einnehmen. Und vielleicht noch Gilgit und dann wären wir auch fertig mit diesem Frontabschnitt. Wir haben, wie gesagt, das meiste hier besiegt und dann können wir direkt einmarschieren in den Landen von Kasachstan und von Perm. Wir können auch mal das hier in Bewegung setzen. Ich glaube, das macht hier nicht so viel Sinn. Die können mal hier hingehen und dann eben hier eine Front eröffnen. Wir lassen mal ein paar Truppen da, nur für den Fall, dass die Griechen angreifen. Und dann sollte das eigentlich alles ziemlich easy sein. Ich bin da doch sehr optimistisch. Ich habe noch ein bisschen Furcht vor Mosambik. Die Gefahr ist eben, dass die eventuell hier losschlagen und sich unseren Allies vergreifen. Das ist eine Option. Wir müssen mal ganz kurz schauen, wie stark die eigentlich gerade sind. Sie haben ein größeres Militär als wir um 1%. Etwas kleiner als British Columbia. Also British Columbia hat aktuell, das ist Mexiko. Sie haben aktuell eine Größe von 1,2 Millionen. Wir haben eine Größe von 1,1 Millionen. Das heißt, sie werden um die 1,17 Millionen Truppen haben. Also das ist sehr gleich wie wir und unsere Allies und sie. Das macht sie schon durchaus gefährlich. Das ist auf jeden Fall eine ganz schön ordentliche Menge und sie haben ja auch viele Provinzen. Sie haben, das können wir ein bisschen hier mal vergleichen, sie haben 107
Das heißt, sie können fast mithalten mit British Columbia. Wir sind deutlich größer inzwischen, aber wir haben auch deutliche Probleme, was unsere Moral betrifft. Ihr seht hier ein Moral-Minus von minus 7 dauerhaft wegen Expansion. Und das tut ja auch ein bisschen weh. Wir verlieren hier Moral und können gerade nicht einfach von Natur aus Moral halten bei 100%. Das heißt, wir müssen weitere Eisenbahnen bauen, was wiederum weitere Ressourcen kostet, was eben nicht ganz so toll ist, aber es muss wohl sein. Ich bin aber bereits dabei, hier langsam ein umfassendes Eisenbahnnetz zu etablieren, überall in allen Provinzen. Wir bauen hier nochmal eine weitere Eisenbahn aus. Das wird auf jeden Fall helfen, aber es wird eben, wie gesagt, eine Weile dauern, bis das richtig gut wird. Und wenn wir jetzt hier alles einnehmen, dann werden wir auf jeden Fall minus 15, minus 20 Moral verlieren pro Tag. Und das tut dann wiederum schon weh. Da werden wir auf jeden Fall Probleme bekommen und dann gibt es nicht viele Wege, diese Moral oben zu halten, außer eben durch rigorosen Ausbau, Festungen, Häfen, Eisenbahn, das volle Programm und natürlich noch eine Verschiebung der Hauptstadt. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich bislang noch die Ressourcen sparen wollte. Das ist doch relativ teuer, 5000 Stahl, 5000 Holz wollte ich so noch nicht ausgeben, obwohl ich gerade eigentlich das Geld habe. Ich tue mir gerade hier das ein bisschen unnötig schwer machen. Wir können eigentlich gerne mal das alles auch ausgeben. Und eine Eisenbahn bauen, zum Beispiel in Seinschand. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir mal, ja genau. Wir bauen hier mal eine Hauptstadt aus und können dann damit hier in einem Tag und 19 Stunden die Moral ein bisschen stabilisieren. Und ich denke mal, Japan selbst kann sich auch selbst stabil halten, dank der guten Infrastruktur und der generell bereits hohen Moral. Ich denke, das sollte passen. Und da werden wir insgesamt unsere Produktionskapazitäten deutlich erhöhen. Das ist die Hoffnung. Im Süden ist aktuell 86% erreicht. Das ist okay. Hier ist ein beschädigter Hafen, sehe ich gerade, den könnte man nicht mal reparieren, aber das muss jetzt auch nicht sein. Wir brauchen das Getreide nicht so dringend, wie man sieht, da haben wir doch ein bisschen was von. Wir können aber mal das hier ein bisschen verändern, so zum Beispiel, damit das auch im Plus ist. Und damit werden wir dann eben, wie gesagt, hier weiter vorrücken. Erstmal die ganzen KIs ausräuchern, das war ja auch so vorher angedacht. Ich hätte bereits Griechenland angreifen können, aber diese großen Provinzen hier, das ist nicht ganz so mein Fall. Das ist ein sehr schwieriger Krieg, das ist sehr schwierig, da vorzurücken und vor allem auch sehr riskant und die Infrastruktur war noch nicht da und die Bomber waren noch nicht da. Ich wollte einfach eben nichts riskieren. Wir haben es ja, wie gesagt, auch nicht wirklich eilig und diese ganzen Gebiete hier einzunehmen wird uns sehr viel mehr helfen. Und dann werden auch die Philippinen bereit sein, um uns hier in einer Front gegen das Osmanische Reich tatkräftig zu unterstützen. Genau, und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.